Ich muss meine Kinder früh morgens immer bei der Schule abliefern und da kommen wir manchmal zu spät. Wir wohnen in so einer Tempo-30-Zone. Ich habe die Lösung. Ich brauche einfach ein Ferrari. Schnelleres Auto und das mit dem rechtzeitig in die Schule kommen ist gar kein Problem. Hallo Alltagsphilosophen, ich wollte heute mal vormachen, wie wir uns selber belügen und zwar sehr erfolgreich und zwar auf individueller Ebene und auf politischer Ebene. Wie wir uns als Individuen belügen und wie wir uns als Gesellschaften belügen. Es funktioniert immer nach dem gleichen Motto. Das habe ich eben gerade vorgestellt. Wir haben da so ein Problemchen, nämlich in dem Fall, ich komme zu spät zur Schule morgens. Lösung ist natürlich früher aufstehen, aber ich habe nicht den Mut, mir das einzugestehen, oder wir als Gesellschaft haben nicht den Mut, uns das einzugestehen. Also wird nach völlig abstrusen Lösungen gesucht, die Leute nur zum Kopfschütteln bringen, ja, beispielsweise der Ferrari in der Tempo-30-Zone. Ja, wenn ich in einer Tempo-30-Zone mit der Schule wohne, in der ich hin will, dann ist ein Ferrari tatsächlich schneller auf dem Weg zwischen Haus und Schule als ein Volkswagen. Ein Ferrari, der macht, ein Volkswagen beschleunigt langsam, ein Ferrari macht einfach so ein Hubbel und dann hat er Tempo 30 schon drauf. Der kann gar nicht langsamer fahren. Was ich damit ausdrücken will, ist die Ersparnis an Zeit oder der Steigerung an Geschwindigkeit, die ihr durch einen Ferrari habt in einer Tempo 30-Zone, ist minimal, vernachlässigbar. Aber es hat den großen Vorteil, dass ihr euch sagen könnt, ja, ich habe ja was getan, um das Problem zu lösen. Und das hat den Vorteil, dass ihr auf die großen Lösungen allesamt verzichten könnt. Und genauso belügen wir uns selbst täglich, immer und immer wieder. Das Gleiche passiert Stand heute in der Corona-Krise auf staatlicher Ebene. Die Zahlen an Neuinfektionen mit Corona schnellen in die Höhe und bleiben hoch, was auch immer. Und als Lösung wird dann angenommen, lasst uns doch FFP2-Masken in Bus- und Bahnverkehr verpflichtend machen. Nun kann, wie in dem Beispiel mit dem Ferrari in der Tempo-30-Zone, niemand ableugnen, dass es tatsächlich den einen oder anderen Toten geben könnte, der dadurch nicht sterben muss, dass Menschen tatsächlich in Bussen FFP2-Masken tragen. Allein ist es keine wirkliche Lösung des Problems. Eine wirkliche Lösung des Problems wäre es, private Feiern zu verbieten. Aber das traut man sich ja nicht zu machen. Genauso wie in dem Beispiel vorhin, ich mich nicht traue, früher aufzustehen oder das auch nur ins Auge zu fassen. Das traut man sich ja nicht zu machen, weil es ein Eingriff in die demokratischen Individualrechte der Bürger ist. Gut, dann wäre die andere Möglichkeit einfach zu akzeptieren, dass Leben immer lebensgefährlich ist, aber das traut man sich auch nicht zu tun, weil es natürlich auch bedeutet, zuzugeben, dass man nichts machen kann. Das Dritte, was man tun könnte, wäre, sich die Verlaufszahlen von Grippeinfektionswellen anzuschauen und zu sagen, ja, man hat im Februar nun mal vielleicht 20 so viele Grippeinfektionen oder Vireninfektionen wie im November. Aber das kann man ja auch sich nicht, das traut man sich ja auch nicht ins Auge zu fassen, weil das ja bedeuten würde, dass wir wieder nichts tun können. Oder wir müssen uns damit abgeben, dass die demokratischen Grundrechte eben beschnitten werden. Und alle diese Dinger sind richtig heiße Eisen, wo sich keiner rantraut. Und so ja, belügen wir uns weiter selber und kümmern uns um FFP2-Masken in Bus- und Bahnverkehr, weil der Mut fehlt, die wirklich wichtigen Fragen zu stellen. Ich sage nicht, dass ich da besser bin. Ich habe ja angefangen mit dem Individualbeispiel, dass ich mich nicht mal traue, ins Auge zu fassen, früher aufzustehen. Und das ist auch etwas, was uns allen klar sein muss, dass wir da in einer ähnlichen
Situation sind, alle ähnlich schuld sein können an diesem kollektiven Wegschauen. Danke.